Los. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit dem lieben Mike. Hi. Beim letzten Mal haben wir ja hier so ein bisschen rumgetüftelt und rumklamüstert und haben dann auch zwischen den Folgen auch gemerkt, was machen wir hier eigentlich? Der Polyharz reicht von vorn bis hinten nicht. Dann hat der liebe Mike nochmal nachgeguckt und wir haben jetzt auch fast eine halbe Stunde darüber rumdiskutiert und rumgerechnet und so weiter und so fort, was dann jetzt mehr Sinn machen würde. Er gibt dir ein schickes Rezept, wo man direkt Plastik herstellt, aber gleichzeitig auch wieder Schweröl, ne? Und diese Schwerölrückstände, so rum. Aus den Schwerölrückständen wiederum können wir Treibstoff herstellen. Mit dem Treibstoff wiederum können wir ja dann unsere Generatoren antreiben. Jetzt hat er hier ein schönes Rezept drin. Jetzt gerade mit zwei Batterien zum Beispiel sind es 100 Plastik die Minute. Wir brauchten ja 150, hatten wir gesagt, ne? Ja, ungefähr. So, das heißt, wenn er hier zwei Batterien hat, dann sind wir schon bei 200 Plastik pro Minute. Ich das hier runterschraube. Hä? Achso, der rechnet hier noch mit den normalen, ne? Nee, tut er nicht. 40 Teile die Minute? Hä? Ach, nee, das sind nicht 100 Plastik pro Minute, die hier hergestellt werden, sondern die sind schon 100 Plastik drin. Entschuldig bitte. Es sind 40 Teile pro Minute, die hergestellt werden. Also haben wir hier 40, 80, 120 kommen dann hier und dann sind wir hier bei 160. Da haben wir eine leichte Überproduktion, die wir dann aber wiederum, was zu viel ist, wieder in Behälter umarbeiten können, die wiederum mit Treibstoff füllen können für unseren eigenen Treibstoffbedarf und was dann wiederum zu viel ist, in den Schredder rein. Fertig, aus. Dann ist dieses System endlich mal geschlossen und vor allem, wir haben eine deutlich effektivere Produktion an Plastik, sodass es auch überhaupt mal reicht für die Computerproduktion. Und dann haben wir ja noch in der letzten Folge festgestellt, ey, warte mal, Turbo-Treibstoff. Das Turbo-Gedönse hier. Das macht auch mehr Sinn in unserem Fall. Es hält zwar länger, das ist kein Thema. Aber es hält die Pipe ein bisschen leerer. Wir haben so viel Treibstoff hier gerade drin, wir kriegen es gar nicht verbraucht, weil der Energieverbrauch gar nicht hoch genug ist. Das heißt, wir simulieren jetzt eigentlich einen höheren Energieverbrauch, um wiederum noch mehr Energie zu produzieren. Klingt blöd, ist aber auch so. Noch irgendwelche Einwände? Nö. Gut. Dann sag mir einfach, was du brauchst. Ich bin jetzt hier Larry, ich mache jetzt Zuarbeiter für dich. Ansonsten zieh ich Wände hoch oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wände sind immer gut, sagt der Ostdeutsche. Tatsächlich. Kannst du dir schon mal Gedanken machen? Wegen dem Schwefel, ne? Beispielsweise, wir werden auf kurzer Lang brauchen wir hinten die Kohle. Das stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall bis. Wir brauchen hier einen Zulauf von. Was war das? Verdichteter Kohle. Das ja. Auf jeden Fall. Na, dann fange ich jetzt hinten am Kohlekraftwerk an, schon mal die Produktion der verdichteten Kohle einzuleiten, ne? Das macht Sinn, auf jeden Fall, ja. Ja. Übrigens für euch zur Info, liebe Zuschauer, wir haben jetzt hier schon mal einen Fördermann eingerichtet. Da hat der Mike auch schon mal in Größenwahn 6 Anschlüsse hier angeschlossen. Das ist nur für uns zur Markierung, wenn wir von der Seite aus hier kommen, dass wir sehen, ah, Moment, wir müssen hier ran, also mal kurz abreißen und dann da oben rechts unten ran. Oben rechts unten, toll in Deutsch. Mit dem ganzen Plastik, was wir dann hier herstellen werden, denn wir haben einfach mal festgestellt, durch viel Rumrechnen und viel Nachdenken, denn der Kalkulator, den es im Internet gibt, der ist leider nicht aktuell, haben wir festgestellt. Da stimmen die Rezepte nicht. Also ist die Berechnung nicht richtig. Auf jeden Fall viel rumgerechnet, viel nachgedacht und viel rumprobiert. Was mache ich hier? Warum fahre ich hier lang? Ich weiß es nicht. um dann festzustellen, dass wir deutlich mehr Plastik rausbekommen, wenn wir Turbotreibstoff herstellen. So rum. Das wollte er gesagt haben. Ups, da gab es ein Autosave? Nee. War kein Autosave, das war einfach so ein Ruckler. Das Spiel war der Meinung, es müsste mal ruckeln. Das Spiel hat gehustet. So. Boah, warum kriegt der hier immer so einen komischen Rechtsdreh beim Fallen? Obwohl ich auf der linken Seite sitze. Okay. Ich glaube, das war gerade die längste Anmoderation, die ich jemals hatte. Respekt. Ja. Mal gucken, wie lange ich es noch hinschaffe. Wie weit ich es noch treiben kann, um es noch länger zu machen. Ich bin mir sicher, dir fallen Mittel und Wege ein. Bestimmt.
Oder ich nehme einfach nur das ganz normale auf und spiele das dann in 0,1% Geschwindigkeit ab. Ich glaube, dann werden deine Zuschauerzahlen irgendwann zurückgehen. Wenn ich das nur einmal mache, finden sie es vielleicht noch toll. Es gibt ja mittlerweile für wirklich jeden Bullshit, sage ich jetzt mal, immer unten Tag im Jahr. Tag der Unterwäsche, Tag der Strumpfhose, was ihr alles. Vielleicht gibt es auch einen Tag der Slow-Motion-Effekte. Dann mache ich das vielleicht mal. Wenn ich dran denke. Wenn es einen Tag der Slow-Motion-Effekte gibt, ne? Dann zweifle ich so langsam an der Gesellschaft. Es gibt sogar einen Tag des Brotes. Das weiß ich und das sehe ich voll ein. Brot ist mit ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Das auf jeden Fall. Aber warum gibt es denn keinen Tag des Getreides und des Milchs und der Eier? Man will es ja nicht übertreiben. Ja. So, Raffinerie. Ach stimmt, ich brauche ja sowieso noch Motoren. Zum Glück bin ich gerade eh hier hinten am Hub. Kann ich mich mal kurz rüberpusten lassen ins Motorengebäude? Habe ich gerade noch irgendwas im Inventar, was raus kann? Ziemlich alles eigentlich. Und gleichzeitig wiederum auch nicht. Aber die Rotoren, warte mal, brauche ich die? Brauche ich eigentlich nicht. Dann könnte ich die eigentlich mal wegkanten. Denn Wasserpumpen brauchen wir nicht. Hierfür brauchen wir auch keine. Dann kann ich hier gleich nochmal zwei mobile Miner mitnehmen. Zack und zack. So, dann lasse ich mich darüber pusten. Ich nehme jetzt auch mal hier, um schneller laufen zu können. Und ich bin so langsam aber sicher gewillt, dass wir hier doch mal, jetzt wo wir auch die unterschiedlichen Rampen zur Verfügung haben, da können wir auch super die Dünen einbetonieren. Nach und nach. Ja. Und dann mit dem Mini-Auto hier langfahren. Dann könnte ich sogar mich überreden lassen, zwischen den Gebäuden die Luftpost hier, die Rohrpost abzuklemmen. Weil mit dem Mini-Auto sind wir deutlich schneller. Das stimmt. Was wollte ich jetzt hier? Motoren wollte ich hier. Oh, stimmt. Jetzt, wo ich schon mal hier bin. Lum-di-lum-di-lum. Gleich mal ausprobieren. Wo ist es? Das hier. Zack, zack. So. Oh, muss man aber auch wieder aufpassen, wo man drauf tritt. Außer das jetzt hier noch mit reinklemme. Ist das nicht richtig gedacht von mir? Da gibt's doch bestimmt. Wo sind die? Uiuiui, der dicke alte Mann. Und neue Bauelemente. Oh Gott. Ich bin jetzt hier gerade an, also nur damit du weißt, was ich hier gerade schon wieder versuche zu fabrizieren. Bin jetzt hier gerade an dem Liftsystem dran. Ja. Und da hatten wir doch gesagt, diese abgerundeten Fundamente, wo die Rundung nach unten zeigt. Problem ist aber, das haben wir nicht bedacht, die haben auch eine abgeflachte Stelle. Und da versuche ich gerade eine passende Rampe so ranzubekommen, dass man wirklich zwangsweise in den Ausgang reingeschubst wird. Muss ich bloß die passende Rampe finden dafür. Ich glaube, das geht nicht so einfach. Ja, man kann es hier nicht wie bei Seven Days to Die auch irgendwie um die andere Achse drehen. Das geht leider nicht. Das hat man schon probiert, das funktioniert leider auch nicht. Ist aber auch ein schönes Bauteil. Das Upcorner ist das hier. Nee. Ja gut, komm, ist egal jetzt hier. Wir haben was anderes vor. Ja, genau das konnte ich mir denken. Der kleidet mich genau gegen die Ecke da. Oh, da gibt es einen Ruckler bei mir. Das ist nicht schön. Bei mir nicht. Uah, Mann. Funktioniert leider nicht so. Müssen wir uns später nochmal genauer angucken. Jetzt gehe ich erstmal hier Motoren holen, hat gesagt. Kicken, wie voll die mittlerweile sind. Ist ja nun schon einige Folgen her, dass ich das hier mal geklöppelt habe. So, hier ist Endcontainer. Voll. Voll. Drei volle Industriecontainer mit Motoren. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Ja, ich glaube auch. So,
Und schon müsste jetzt der Strom wieder hochschießen. Nö, im Gegenteil. So niedrig waren wir schon lange nicht mehr. Jetzt ist langsam alles voll hier. Okay. Also, zurück zum eigentlichen Thema. Lumm. Zack. Und ja, für die unter euch, die ihn kennen, ich habe schon wieder zu viel Voucher geguckt. Deswegen sage ich jetzt ständig Lumm-Li-Lumm. Aber ich mag den. Den Alderle. So. Denn jetzt machen wir es wie mit dem Computer. Wir setzen zuerst die Raffinerie hin, die das schwer, die verdichtete Kohle herstellen soll. Damit wir dadurch sehen, wie viel können wir denn da pro Minute herstellen, was verbraucht es und so weiter und so fort. Um dann dementsprechend die Kohle und den Schwefelgedönse hier ranzuholen. Wo ist der Marker für die? Achso, ich habe ja sämtliche Marker rausgenommen, stimmt. So, erstmal so, grobes Prinzip. Petrolkoks ist das oder was? Nee, doch. Kohlenstoffreiches Material, Schwerölrückständen, destilliert wird. Nee. Doch, Mike? Was? Petrolkoks, ist das die verdichtete Kohle? Ja, ne? Hä? Wie kommst du jetzt auf Petrolkoks? Weil ich hier gerade eine Raffinerie hingesetzt habe, weil ich dachte, die wird da hergestellt, aber irgendwie... Nein, verdichtete Kohle wird nicht in der Raffinerie gemacht, sondern in der Manufaktur. Du nimmst doch Schwefel und Kohle. Oh, okay. Na, ich dachte jetzt, ich brauche, weil ich habe schon gesehen, es gibt auch Schwefelsäure. Aber die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, stimmt. Aber ich hätte jetzt gedacht, wir müssen dann Schwefel verflüssigen und mit Kohle mischen, deswegen. Nee, okay, nee, aber was ist denn jetzt hier wieder Petrolkoks? Wird für die Herstellung verwendet. Nee, wird für die Herstellung verwendet. Ein kohlenstoffreiches Material, das aus Schwerölrückständen destilliert wird. Also aus Schweröl können wir auch Petrolkoks herstellen, heißt es dann. Kostet da unten in dem Fall 4 Schweröl. Wird als weniger effizienter Kohleersatz oder zur Aluminiumveredelung verwendet. Ah! Okay, dann habe ich jetzt sinnloserweise Motoren geholt. Aus dem Manufaktor, hat er gesagt. Okay. So. Und dann haben wir hier unten alternativ verdichtete Kohle schon. Noch bevor wir die normale verdichtete Kohle haben. Schön. Was ist denn alternativ verdichtete Kohle? Na, das Schwefel-Kohle-Rezept. Ach so. Ja. Doch bevor wir die normale verdichtete Kohle haben, haben wir hier die alternativ verdichtete Kohle. Okay, warum auch immer. Ja. Aber leider kann ich das jetzt hier noch nicht sehen, ne? Das ist wirklich schade. Und Schwefel und wir haben Kohle. Aber will ich? Ja doch, jetzt darf ich ja, wenn ich jetzt sowieso eine Schwefelmine anschließe, darf ich ja das Schwefel, was wir so gesammelt haben, mal verwenden, um zu gucken, wie viel ich da raus, wie viel ich rausbekomme, wenn ich 3 Batterien drin habe. Denn der Verbrauch ist momentan nur bei 25 Kohle und 25 Schwefel pro Minute. Und mit einem MK1-Miner kriegen wir ja schon deutlich mehr raus. Ja. Verdammt, ich brauche Platz im Inventar. Das gibt's doch nicht. Ey, es geht schon wieder los. Ich muss schon wieder ständig aufräumen hier. Oh, und was wir auch mal probieren müssten später, ob man mit der Farbpistole eine Farbe kopieren kann. Ich denke nicht. Ich würde mich aber drüber freuen. Denn das glaube ich dir. Denn dein Orange hier in meinem Orange sieht nicht so aus wie mein Orange. Am Schreddergebäude. Ja, das kann sein. So, lass mich raten, jetzt habe ich genau das Falsche weggeworfen. Natürlich. Ah, das reicht nicht. Nein, nein, nein. Ah. Hm. Kurzer Moment. Geht gleich weiter. Irgendwie sieht mir der Canyon schon wieder zu naturell aus.
Jetzt, wo die ganzen Pipes weg sind. Ich weiß, ich habe vorher noch gesagt, sieht jetzt wieder schön aus, jetzt, wo die ganzen Pipes weg sind, aber irgendwie... So, mal hier ein paar Stangen rausnehmen. Und Platten, 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 Platten. Platten? Wo sind meine Platten denn? Normalen. Achso, die sind jetzt alle leer gelaufen, ne? Weil der dicke Alte ja alles hier auf einem Café aufgewertet hat. Dann gehen wir hoch. Ja, genau deswegen. Dann holen wir uns oben einfach aus dem Container mit Platten, Platten raus. Die muss nur wiederfinden. Hier wird er nicht sein, weil hier ist die Motorenproduktion. Das heißt, hier sind auch wieder Stangen. Ich kann nicht mehr hoch. So. Stangen, Stangen, Stangen. Schrauben, Schrauben. Ja, hier ist Motorenproduktion. Okay, dann gehen wir hoch zum modularen Rahmen. Wo wir auch keine Platten brauchen, sag mal. Muss ich ja doch ins Baustoffgebäude. Was für Platten brauchst du denn? Normale. Eisenplatten. Aber ich wollte jetzt nicht immer wieder quer durch die ganze Karte fahren. Ach, hier ist doch. Hier ist doch. Was wolltest du sagen? Ist ja schade, wenn im Baustoff, wenn im Eisengebäude keine Eisenplatten vorhanden sind. Doch, sind sie. Und zwar im Überfluss. Nur nicht im Container drin. Mhm. Also, ja, mach mal. So, Außenpudding in die Rohrpost rein. Geht's jetzt nochmal zurück ans eigentliche Hauptprojekt, nachdem die Folge schon wieder zur Hälfte rum ist. Alter Schwede. Aber die hört ja auch alles mit zum Spielen, ne? Ich glaube, hier alles rein? Achso, ja. Was ich hier gerade noch reingeworfen habe, das macht Sinn. Habe ich jetzt... Nee, ich muss noch Schwefel mitnehmen. Wovon wir wohl bemerkt echt nicht wenig haben hier. Wir haben viel aufgesammelt in der letzten Expedition. Das ist doch gut. Ja. Kohle haben wir nicht mehr rumliegen, die hatten wir ja immer auf den Förderbändern, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, denn irgendwo hier in die Richtung waren ja noch die zwei Kohleminen dran, die ich nochmal angeschlossen hatte an die Kohlekraftwerke damals. Das sind noch zwei unreine Vorkommen. Ich wollte es gerade sagen, denk dran, ist das unrein. Naja, die sollten aber auf jeden Fall ausreichen. Du hast hier schon mal die 100 Kohle rein, Schwefel rein. Jetzt schließen wir erstmal die Kohle da wieder an. Läuft sogar noch hier lang, wa? Jawohl, hier ist er doch sogar schon. Da sind nämlich beide dran und das müssten dann... Sind das schon 60 bei Unrein mit MK1? Nee, ne? Das sind erst 30, oder? Weißt du das zufällig noch? Bei Unrein, das müsste 30 sein. Guck ich mal, weil ich möchte mal, ich habe die fusionieren lassen, damit ich 60 rausbekomme. Ja, da steht ein Fusionator. Ich gucke ich noch, ob die MK1 oder MK2 sind. MK2 ja schon. Krieg ich... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Machen wir mal ein Förderband weg. Das andere auch. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo wir die Fusionatoren nicht auf die Förderbänder draufsetzen konnten. So, pass auf, dann... Nee, ich reiße dich jetzt nicht ab, weil mein Inventar ist voll, oder? Doch, es würde gehen. Reiße ich dich jetzt hier ab? Ah, was ist es? Ach, die Kohle. Hier hause weg. Setzen wir jetzt noch einen Signalisator hier hin. Signalisator, so, zack. Einmal Kohle unrein. Enter nicht vergessen. So. Weiter geht's im eigentlichen Thema. Können wir nämlich jetzt schon mal einmal 60 da anschließen. Es müsste bei 250% müsste das 60 kosten. Genau. Bei 100% 25 frisst. Oh, warum ruckelt das denn heute so stark bei mir? Bei dir auch? Immer nur ein bisschen. Okay, dann liegt es bestimmt wieder daran, dass wir so weit auseinander stehen gerade. Ich finde es dann komisch, dass der Host dann das Ruckeln hat. Aber okay. Naja, es zieht ja bei mir Leistung mit, ne? Was bei dir angezeigt wird. Also ich merke doch, wenn ich weggehe, mein Prozessor meckert schon ein bisschen dann. Kleines bisschen. Echt? Ja, ja. Ui. Also mehr als normalerweise. Normalerweise bin ich schon bei 15%.
Jetzt ist er bei 35, 40 so. Okay. Und wenn wir dann noch hier zu dritt spielen würden und Luke noch auf der anderen Seite der Karte wäre, dann wäre es witzig, ja. Dann wäre das Chaos perfekt. Ja. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Stromanschluss. Das ist jetzt erstmal nur, um zu gucken, wie wir das hier machen tun. Problem ist jetzt aber, das gehört jetzt eigentlich... Ja, zu was gehört das jetzt eigentlich? Zum Treibstoff oder zum Computergebäude? Beides. Beides und hier. Ich schließe es mal Treibstoff an. Weil es ist ja... Ja, nee, es gehört nicht zum Computergebäude, weil diese verdichtete Kohle, die brauchst du ja, um den Turbotreibstoff herzustellen. Fertig, aus. Ja. Oder hast du Einwände? Nö. Ja, du. Will ich auch erraten haben, du. War das eine Drohung? Was? War das gerade eine Drohung? Was? Mhm. Hektis? Er hat Angst. Mal, jetzt bin ich hier schon wieder. Du, ich muss das an die Computergeschichte anschließen. Denn wir haben... Ja klar, wir haben ja keinen extra Strommast für Treibstoff, sondern wir haben ja bloß einen Strommast für die gesamte Energieversorgung, der am Treibstoff dranhängt. Weil das ja alles zusammenhängt, dann werde ich das hier mit einem Computer mit anschließen müssen. Mhm. Das wiederum heißt, dann ziehe ich das jetzt einmal hier rüber. Schön kreuz und quer, wie sich das hier hört, ne? Oh, Katerium gefunden. Oh, jetzt merke ich das Ruckeln auch. Ja, es wird immer schlimmer jetzt gerade. Auf der Entfernung, ja. Ist aber irgendwie schon immer das Problem gewesen von Satisfactory, eben weil halt noch keine dedizierten Server da sind. Ja. Warte mal, du bist doch schon... Was bist du für ein Anschluss? Du bist der Kupferanschluss, der wiederum... Siehst du, jetzt könnten wir eigentlich auch das eine Kupfergebäude mit an den Computeranschluss ranmachen, wa? Theoretisch, also alles, was da produziert wird, ist ja jetzt nur noch für Computer. Hier war der Anschluss. Ja, so ein bisschen. Ja, so 90%, ne? Des Kupfergebäudes ist für Computer. Der Rest ist dann für Motoren. Ja, stimmt. Eigentlich doof, was ich hier schon wieder gemacht habe. Wie oft habe ich diesen Satz jetzt schon gehört? Ich vermute jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst. Ha! Der Felsen im Weg. Gut. Da muss das so sein hier. So. So. Dann sind wir jetzt hier auf Höhe. Das ist gut. Das ist schön. Zu lang. Oh. Ja, auf einmal steht es in Englisch da, nicht mehr in Deutsch. Deswegen hat er es mal gepflegt ignoriert. Das ist das Problem. Das hier ist eigentlich noch eine Versorgung von dem Kalk, möchte ich meinen. Genau. Was wiederum dann in Stahlgebäude reinfließt für Stahlbeton. Also muss ich jetzt hier nochmal kicken, wo ich denn jetzt hier die Kohle dran hatte. Das muss ich jetzt auch nochmal umstöpseln. Ah, das ist hier mit dran. An dem Kalk mit dran? Nee. Hä? Kommt das schon wieder her? Das hier ist die... Ach, da ist nochmal das andere Kalk dran. Och, nö. Kalk und Kohle hängen zusammen. Ist doof. Dann reißen wir jetzt einfach hier das eine Kabel weg. So. Und Kohle hat wieder Strom. So. Gott, hat er wieder rumgetrödelt hier. Mann, Mann, Mann. Aber
Machen wir mal einen Testlauf. Indem wir nochmal Strom richtig legen, genau. Und das mal hier hin. Schließ mal an die Geschichte. Ich kann jetzt noch nichts machen. Oder machst du schon? Doch, machst du schon. Das wären dann 62,5. Bei 250. Da unten steht's ja. Ist ja, ach Mensch, bin ich doof. Wie immer. So, jetzt haben wir genau 60. Verbrauch und Herstellung. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Kohle. Schwefel. Wo ist mein Scanner eigentlich, Mann? Kohle normal. Kalkstein. Kalkstein. Hallo? Ja, Kupfer normal. Schwefel. Schwefel ist da oben. Dann. Das da. Okay. Finde ich gut. Finde ich schön. Da, Schwefel. Du hast das geschrieben damals. Wo ist mein. Da. Lalalala. Reicht also dementsprechend einmal MK1. Zur Not könnten wir auch einen MK2 bauen, das ist gut. Denn wir müssen jetzt hier einmal durch Gift durchflattern. Vielleicht kriegen wir da oben noch die Schnecken. Oh ja, das wäre cool. Weil nach dem Update spawnen die ja irgendwie immer neu hier. Oh. Kleines Uran-Dingens hier. Leider kein großes. Sonst hätte ich gesagt, lass jetzt alle stehen und liegen, ich habe Uran gefunden. Lass uns Atomkraftwerke bauen, aber wir können ja noch keine bauen. Ich wollte es gerade sagen, das wäre ja richtig schön, aber bringt uns ja noch nichts. Ah, ich sehe schon wieder überall Schnecken hier. Oh oh. So, nochmal abgebremst. Glück gehabt, nicht aufgepasst gerade, aber nochmal gerettet. Ah, bist du wirklich noch da oder bist du bloß ein Schatten? Nee, die ist wirklich noch da, ich kann die einsammeln. Nice, eine gelbe. Dann da oben. Oh ey, die ganze Schlucht ist wieder voll mit Schnecken. Also, falls du brauchst. Oh, hier ist ein. Verdammt. Ein Alpha. Ich speichere mal eben. Jo. Boah, ich komme gar nicht bis hoch, verdammt. Muss ich hier mir so eine Türme bauen? Sag mal, hier war doch schon mal Luke oben. Wo sind seine Türme? Der baut sich doch immer Türme, wenn er hochläuft. Haben wir nicht welche abgerissen? Bestimmt. Organisation waren die, war genau. Zack. Und da fällt mir ein, wir haben immer noch keine Radartürme gebaut. Jetzt, wo wir Oszillatoren in der Produktion haben. Weißt du, was ich dir noch sagen wollte? Dass wir noch keine Radartürme gebaut haben? Nein, dass deine Computerproduktion gerade ausreichend Plastik versorgt wird. Wie das denn? Ich bin doch fleißig. Okay. Wieso bist du denn jetzt so entsetzt? Na, weil ich mich gerade frage, woher du jetzt den Treibstoffverbrauch hast. Naja, ich bin ja nicht dumm, ne? Lass mich raten, du schredderst es? Nein, noch nicht. Noch habe ich gerade Flüssigkeitspuffer, die ich füllen kann. Also es hängt eigentlich nur davon ab, wann du mit der verdichteten Kohle hier antanzt. Okay. Die suche ich gerade, ehrlich gesagt. Sag mal, jetzt ist hier alles wieder durcheinander geraten. Warte mal. Das Problem. Ah, jetzt wird's angezeigt. Er läuft hier mit 92%, damit. Das müssten 100 sein. Ach, da unten ist der Schwefel. Oh, hätte ich den Alpha gar nicht töten müssen. Aber gut, ich habe die Schnecke. Das ist gut. Das ist schön. Gut. Schwefel und es ist rein. Sehr schön. Ah, und ich werde wieder angegriffen hier von irgendwelchen Spinnen. Das ist nicht so schön. Oh, ein Schlag und tot. Das heißt, ich werde alles wahrscheinlich sogar
zweimal verdichtete Kohle herstellen können. Denn mit einem MK1er auf rein kriege ich ja schon 120 die Minute raus. Zack. So, wovon habe ich gerade hier am meisten? Ich brauche das hier. Toll. Brauchen wir gleich das. So. Strom muss man auch noch anschließen, das ist klar. Brauchen wir aber erstmal die Förderbänder dahin. Das Förderband, so. Können wir das da eigentlich in den Splitter dann aufteilen und dann können wir dann doch noch die zweite Kohlemine anschließen. Die ich gerade erst abgerissen habe. Schön. Weil ja der Herr Lucullus der Meinung war, es wäre ja witzig genug, wenn wir das Ding einfach Schwörfell nennen und nicht Schwörfell rein. Von wo kommst du denn mit dem Förderband, wo dann die verdichtete Kohle drin ist? Das ist dir überlassen, weil ich schließe jetzt gerade erstmal Schwefel an. Ja, gut. Ich musste mich ja hier ein bisschen durch die Wildnis kämpfen dabei. Nein, das reicht nicht. Nicht genug Freiraum. Hä? Zeigt mir komische Dinge an, die gar nicht sein könnten. Nee, das war doof. Und du wirst es nicht glauben, Mike. Wir sind schon wieder in der Überlänge. Oh, das ist fatal. Diese Hitboxen hier sind manchmal auch. Verstehe ich manchmal nicht. Hier überlappt. Nee. Dann haben wir jetzt theoretisch erstmal eine vollkommen mit Schwefel übersättigte, verdichtete Kohleproduktion, die jetzt auch bei 60 pro Minute liegt. Hast du schon irgendwo mal ausgerechnet, wie viel du brauchen wirst pro Minute? Von der verdichteten Kohle? 30. Derzeit 30. Wenn wir aber nachher noch unsere Gummiproduktion ankurbeln, was ja dann der Fall ist, wird das mehr bis 60. Bis 60. Okay, dann hau ich die Batterien wieder rein. Warum? Dann mache ich einfach 62,5 mit diesem einen einzigen Manufaktor. Bedenke aber bitte eins. Wir könnten damit auch Kohlekraftwerke sogar versorgen. Die würden dadurch auch viel effizienter werden durch die verdichtete Kohle. Dann brauchen wir mal wieder Wasser. Und Kohlekraftwerke. Und das in Kombination, das sind so schlechte Erinnerungen. Ich meinte für unser Notstromaggregat. Ja, da haben wir doch jetzt aber genug. Ja, das stimmt. Da können wir ja sogar noch welche wieder abreißen, ja. Von daher. Ja, also bis 60, dann haben wir aber auch 5 Gummiproduzenten am Laufen. Mit A2 Batterien drin. Da würde ich sagen, die freie Liebe kann kommen, wenn wir so viele Gummis bekommen, ne? Ja. So, und dann baue ich nämlich jetzt gerade noch während der Überlänge die MK1er Kohle, die ich vorhin abgerissen habe, wieder auf. So. Strom muss ich noch am Schwefel anschließen, klar. Aber Kohle kommt, ja, nein. Bewegt sie sich? Bewegt sich, gut. Kein Fehler gemacht in dem Fall. Da kommen jetzt 120 übers Förderband rein. Es ist die MK3er, das ist gut. Dann flitzen wir noch schnell gemeinsam zur Schwefelmine rüber. Schließen da noch Strom an. Das muss sein. Und dann können wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir die verdichtete Kohle zum Mike rüberbringen. Ja. Ich habe jetzt mal probeweise nochmal zur Erinnerung. Ein der
Treibstoffgeneratoren, also einen der Treibstoffraffinerien, ausgemacht. Die anderen drei tragen die Energieabnahme. Okay. Ohne Probleme. Das ist nice. Einer von den dreien, die noch sind, hat gerade mal 30% Auslastung. Das ist schon dezent nice, ist dies. Und das ist noch kein Turbotreibstoff mit in der Leitung. Okay. Okay, also hier die Stromversorgung von den Dingern, die mache ich später nochmal schick. Jetzt wird das erstmal angeschlossen haben hier. Ernsthaft? Er setzt mir Mast hin, aber kein Kabel? Auch nicht schlecht. Erstmal wieder schön den dicken alten Rollen hier. Ja. Ja. Und Schwefel läuft. Oder rollt in dem Fall, weil es kann ja würdig laufen, weil es kann ja verflüssigt werden als Schwefelsäure. Zu viel, ey. Aber gut, frisst gerade mal 5 Megawatt, von daher lasse ich hier 120 Schwefel rauskommen. Da könnte man sogar noch überlegen, ob man sich dann Splitter einrichtet für Schießpulverproduktion. Oh ja, das wäre super. Wo ist die Spinne hin? Die ist hier gerade noch auf mich zugekrabbelt. Jetzt ist die wahrscheinlich im Modell. Ja, im Modell von der Mine drin. Das macht ja sogar Sinn, weil für Schießpulver brauchst du auch Kohle und Schwefel. Genau. Und das haben wir jetzt zuhauf hier in der Nähe. Ja. Siehste, was hast du dich denn beschwert, dass du hier so viel unnütze Arbeit tust? Apropos unnütze Arbeit, ich muss meine Arbeit nochmal korrigieren. Ich habe gerade auf dem Weg zur verdichteten Kohle festgestellt, dass mein Förderband durch den Felsen durchgeht. Da fällt mir was ein. Überlänge. Mhm. So. 37 Minuten, passt. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao. Auf Wiedersehen.